Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige in diesem Video exemplarisch am Drehstromzähler DD3BZ06, wie man die PIN eingeben kann, wie man das Gerät so einstellen kann, dass permanent die Leistung angezeigt wird, die über das Netz in die Anlage hineingespeist wird. Und ich werde exemplarisch zeigen, wie man historische Daten abfragt. Um das Ganze realisieren zu können, muss man beim Netzbetreiber eine PIN abfragen und diese eingeben. Das geschieht, indem man mit einer Taschenlampe auf diese beiden lichtempfindlichen Sensoren leuchtet und das Ganze dann so einstellt und sich durch das Menü hangelt, dass man die gewünschten Ergebnisse ablesen kann. Ich werde in diesem Video zunächst ein Blatt zeigen, das zu diesem Zähler gehört und in dem ich ablesen kann, wie ich mich durch die einzelnen Menüs hangeln kann. Danach werde ich dann zeigen, wie ich die PIN hier eingebe, wie ich historische Monatsdaten abfrage und wie ich den Zähler so einstellen kann, dass er hier entweder die Leistung anzeigt, wenn er denn nun im Normalmodus läuft, oder eben auch nicht anzeigt. Nun zeige ich zuerst einmal das Dokument, das zu diesem Zähler gehört, um sich durch das Menü hindurch zu hangeln. Das Dokument hat insgesamt 4 Seiten. Zunächst sollte man aber erstmal wahrnehmen, dass ein kurzer Tastendruck bedeutet, dass man weniger als 4 Sekunden in die Sensorik leuchtet. Ein langer Tastendruck bedeutet, dass man mehr als 5 Sekunden hineinleuchtet. Und das P bedeutet, dass man sich zurzeit in der PIN-Eingabe befindet. Wenn sich der Zähler im Grundstatus befindet, muss ich also einmal kurz leuchten, gelange dann über diese beiden Bilder in den Modus der PIN-Eingabe. Da muss ich nun auch hindurch. Es leuchtet die erste Ziffer auf. Ich werde das ja gleich zeigen. Und nun muss ich ganz oft kurz hineinleuchten, bis denn die entsprechende Ziffer aufgetaucht ist. Und so kann ich mich nun hier hindurch spielen und muss tatsächlich alle 4 Ziffern eingeben. Ist die PIN falsch, so gelange ich wieder in den Hauptmodus und muss das ganze Spiel von vorne beginnen. Ist es mir gelungen, die PIN richtig einzugeben, so gelange ich in diesen Modus. Es wird die Leistung angezeigt. Wieder einmal kurz leuchten und ich kann nun die Arbeit anzeigen bzw. ablesen, die seit dem letzten Zurücksetzen über das Gerät in die Anlage geflossen ist. Wenn ich ein weiteres Mal kurz hineinleuchte, kann ich die Arbeit anzeigen, die aus der Anlage ins Netz geflossen ist. In meinem Fall geht das nicht, weil das niemals der Fall ist. Dabei gelange ich in meinem Fall direkt nach hierhin in den Clear-Modus. Drücke ich hier nun kurz, so geht es weiter im Menü. Drücke ich lang, so habe ich tatsächlich die historischen Werte gelöscht. Das möchte ich hier nicht. Ich muss also wieder einmal kurz leuchten, um weiter im Menü fortzufahren. Ich gelange daraufhin in die Tageswertabfrage. Man sieht das hier. 1D taucht hier auf. Wenn ich jetzt wieder kurz leuchte, gelange ich in den 7-Tage-Modus. Das heißt, ich kann immer 7 Tage abfragen. Und so kann ich mich hier verhältnismäßig einfach von dem einen Modus in den anderen Modus begeben. Leuchte ich nun in einem bestimmten Modus lang auf, so kann ich für diesen Modus hier 1-Tage-Schritte die einzelnen historischen Werte abfragen. Reicht es mir, hier bis zu 730 Tage sind das in diesem Fall, reicht es mir, ich möchte nicht weiter abfragen, muss ich lang leuchten und komme dann wieder in diesen Modus zurück und kann dann mit einem kurzen Aufleuchten in den nächsten Modus gelangen, hier 7 Tage. Wieder einmal lang leuchten und ich kann die historischen Daten abfragen, hier sind das bis zu 104 Wochen, die man abfragen kann. Bin ich aus dem Modus wieder raus, kann ich halt 30 Tage Werte abfragen, quasi Monate. Wieder lang leuchten und ich gelange in die historischen Daten für die einzelnen Monate. Will ich hier mitten wieder rausspringen, wieder lang leuchten, komme ich wieder hierher, kann mit einem kurzen Anleuchten in den nächsten Modus gelangen. Das sind 365 Tage.
Hier kann ich wohl nur zwei Werte abfragen. Bei meinem Zähler ist nun der nächste Schritt nicht möglich. Hier steht minus a. Das heißt, ich kann in dem gleichen Verfahren, wie ich es eben gezeigt habe, die Daten, die historischen Daten abfragen für die Arbeit, die aus meiner Anlage heraus ins Netz eingespeist wurden. Da das bei mir nicht der Fall ist, kann ich entsprechende Daten nicht abfragen und gelange dann mit kurzem Aufleuchten erst gar nicht in diese Hauptmodi, sondern springe gleich auf den nächsten Schritt. Hier kann ich nun die historischen Daten löschen. Das macht insofern vielleicht Sinn, als dass dann das Zählen von genau diesem Augenblick an wieder neu beginnt. Und wenn ich das dann quasi zu Mitternacht mache, habe ich tatsächlich immer exakte Tageswerte. Das ist ansonsten nicht der Fall. 7 Tage zurückzublicken bedeutet zum Beispiel, dass man einfach 7 Tage zurückschaut, wobei der Startzeitpunkt zu irgendeinem Tageszeitpunkt ist, nämlich da, als der Zähler ursprünglich installiert wurde. Das könnte ich also nun hier durchführen, indem ich einmal lang leuchte, komme dann in diesen Modus. Möchte ich da wieder raus, leuchte ich einmal kurz, um zu verhindern, dass alles gelöscht wird, drücke ich aber jetzt wieder lang, so werden die historischen Daten gelöscht. So kann ich mich nun durch weitere Menüpunkte hindurchhangeln. Diesen Punkt habe ich nicht ausprobiert. Bin dann bei mir zu diesem Punkt gesprungen und hier kann ich nun einstellen, ob im Normalmodus die Leistung angezeigt werden soll. Wenn ich P-On setze, dann wird die Leistung permanent angezeigt. Wähle ich P-Off durch langes Leuchten, so wird die Leistung später nicht mehr angezeigt. Zweimal kurzem Leuchten komme ich nun wieder in den Hauptmodus, wo ich dann wieder die PIN-Eingabe vornehmen muss, um wieder die einzelnen historischen Werte abzufragen. Im Folgenden zeige ich nun exemplarisch einmal in meinem Fall, wie ich das Ganze durchzuführen habe. Zuerst nun die PIN-Eingabe. Ich leuchte einmal in die Sensorik. Und jetzt kann ich durch kurzes Anleuchten der Sensorik die PIN einstellen. Dazu braucht man tatsächlich etwas Übung und vor allem eine kräftige Taschenlampe. Und ich kann nun durch kurzes Anleuchten mich durch die verschiedenen Menüpunkte hangeln. Zunächst einmal hineinleuchten. Ich sehe jetzt die über den Zähler geflossene Arbeit seit der letzten Nullstellung. Darüber gehe ich jetzt weiter hinweg, indem ich im Hauptmenü weiterblättere. Und komme nun auf 1D. Das bedeutet, dass ich einzelne Tage abfragen kann. Hier müsste ich nun durch langes Anleuchten in diesen Menüpunkt weiter einsteigen, um dann einzelne Tage abfragen zu können. Ich möchte aber, wie bereits angekündigt, hier auf die Monatsvariante gehen. Das ist jetzt geschehen. Ich kann nun also in diesem Modus die letzten 30 Tage abfragen. Und indem ich nun einmal lang hier hineinleuchte und nun wiederum kurz, kann ich Intervalle von jeweils 30 Tagen abfragen. Möchte ich nun aus diesem Menüpunkt wieder hinaus, so muss ich wieder einmal lang hineinleuchten. Und habe den Modus wieder verlassen. Es werden zwar noch 30 Tage angezeigt, aber ich bin wieder in der Ausgangsposition und kann nun im Hauptmenü weiterblättern. 365 Tage, das sind die letzten 365 Tage. Und indem ich wieder lang hineinleuchte, kann ich nun auch die davor liegenden 365 Tage abfragen. Das war es hier schon, jetzt leuchte ich dann mal kurz hinein und bin wieder im Standardmodus, kann jetzt wiederum durch kurzes Anleuchten weiterblättern. Ich möchte nichts löschen, kurzes Anleuchten. Ich
möchte auch hier nichts verstellen, kurzes Anleuchten. Und wir sehen, hier ist auf Power On gestellt, das heißt, wenn ich den Modus so belasse, wie er nun ist, dann wird auch weiterhin im Normalmodus die Leistung mit angezeigt. Das werde ich hier nun also auch nicht verändern. Ich könnte das tun, indem ich hier nun wieder für längere Zeit hineinleuchte. Dann steht das Ganze auf Off. Ich möchte es auf On lassen. Und es bleibt dabei, durch kurzes Hineinleuchten gehe ich nun aus diesem Modus wieder hinaus und habe wieder meine Standardanzeige. Ja, soweit exemplarisch zum Abfragen von historischen Daten über einen Drehstromzähler. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich über einen Daumen hoch und über ein Abo natürlich sehr freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.